Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf der Spiel doch am B-Rack-Stand und bei mir ist der Jojo. Und Jojo, da du zum ersten Mal bei uns im Interview bist, darfst du dich gerne erstmal ein bisschen vorstellen, kannst erzählen, was so deine Aufgaben im Verlag sind, wie lange du schon da bist und was du sonst noch so gerne über dich erzählen möchtest. Also, ich bin Jojo, ich arbeite seit 2020 bei B-Rex Entertainment und bin der Vertriebler und kümmere mich darum, dass dann die Spiele von uns in den Regalen der Händler stehen. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, wir sind hier am Stand von B-Rex und wir sehen hier die Spiele von verschiedenen Verlagen, Kobold Verlag, Miraculous und so weiter. Und manchen ist das Wort B-Rex vielleicht noch nicht so ein Begriff. Kannst du mal erzählen, wie hängen die Verlage zusammen? Was bedeutet B-Rex in dem Zusammenhang? Genau, B-Rex ist bei uns der Sammelbegriff für den Großhandel. Das heißt unsere eigenen Verlage, Drittverlage etc. Und da ist die ganze Struktur drin, also Happy Shops, B-Rex, neben der Spieloffensive, neben der Puzzle-Offensive, so dass wir da die Verlagsstruktur drin organisiert haben, wo dann die einzelnen Verlage, unsere 6 bzw. 7 Verlage mit dem Erotik-Verlag, dann alle drin strukturiert sind. Jetzt hattet ihr letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr. Ihr wart hier zum Beispiel mit Gigamon zum Kinderspiel des Jahres nominiert. Iki hattet ihr, das war zum Kennerspiel des Jahres nominiert. Und Acropolis zum Beispiel noch auf der Empfehlungsliste. Habt ihr diesen Erfolg wirtschaftlich gespürt? War das ein gutes Jahr für euch? Ja, also was die 3 Spiele angeht, auf jeden Fall. Da war eine höhere Nachfrage da. Es wurde deutlich mehr angefragt, auch von Personen oder von Unternehmen, mit denen wir noch nicht zusammengearbeitet haben, sodass man es definitiv auch in den Auflagezahlen dann gemerkt hat. Ja. Genau. Und was uns auch aufgefallen ist, zum Beispiel, wenn wir Bücher der Zeit als Beispiel nehmen, das hatte diese Ringbücher mit drin oder ihr hattet das Spiel Time Capsules, wo diese riesen Kugeln drin waren und noch einige andere Spiele, wo eben schönes Material ist. Was würdest du sagen, wie wichtig ist eigentlich das Material von Spielen? Dieses Zusatzmaterial. Ist natürlich ein schöner Aspekt, wenn er da super integriert mit ist. Wir haben es bei Wunder der Welt zum Beispiel, dass diese 3D-Miniaturen dran sind, aus Holz bedruckt. Das macht natürlich optisch was her, aber die schönste Verpackung macht es dann halt nicht, wenn die Mechanik nicht klappt. Bei Bücher der Welt, was du angesprochen hast, da sind ja die Ringbücher Teil der Mechanik. Ich baue mir ja da meine Engine zusammen und hefte die Seiten dazwischen ein. Also wenn das super integriert ist, dann bereichert das ein Spiel und wenn es nur aufgesetzt ist, dann treibt es den Preis einfach nur in die Höhe. Und meinst du, dass das auch was ist, wo Spieler sofort drauf gucken? Also wenn ich jetzt als Spieler sehe, oh, da ist tolles Material in dem Spiel, dass ich gleich mehr so angefixt bin? Oder glaubst du, Spieler interessiert mehr die Mechanik dahinter? Das Erste ist ja immer die Optik, auf die man dann guckt. Wir haben ja jetzt zum Beispiel bei Terrorscape bei uns, da ist ja dann auch ein großes 3D-Haus bei. Das fängt natürlich einen Blick ein und dann guckt man sich ja an, ist das gut integriert, kann ich damit gut arbeiten oder ist es halt doch ein Hindernis. Also ja, Optik zählt immer zuerst und dann beschäftigt man sich ja näher damit. Genau, man könnte es im Grunde so ein bisschen als Trend auch bezeichnen, finde ich, dass das Material immer besser wird bei Spielen, die Spiele immer besser aussehen. Ein anderer Trend, der sich nach wie vor gut hält, sind Escape- und Detektivspiele. Und ihr habt jetzt Detect-Team, heißt es bei Miraculous. Erzähl doch mal, was ist das für ein Spiel? Detect-Team sind kleine Abenteuerspiele für Kinder und Familien. Da gibt es 2 Varianten, einmal die Kids-Variante und die Family-Variante. Da sind dann Abenteuer drin, die man dann einmal spielen kann. Dann kennt man diese, man zerstört aber kein Material, wie bei einigen Escape-Spielen ja so ist, sondern du erlebst dann das Abenteuer anhand der Karten. Du deckst sie auf, entscheidest dich, ist das ein wichtiger Hinweis auf der Karte, den ich allen anderen zur Verfügung stelle, oder ist es doch nur eine schöne Anekdote an der Seite. Und dann gemeinsam arbeitet man sich durch das Spiel durch. Das Spiel sagt einem dann auch, wann man fertig ist, und dann kann man die Fragen, die am Ende stehen, dann beantworten und hoffentlich die Höchstpunktzahl erreichen. Ansonsten lädt es ja alle dazu ein, wieder zu spielen. Genau, und das ist ja nicht eure einzige Neuheit. Ihr habt ja die verschiedenen Verlage. Magst du uns so ein bisschen durchführen, welche Spiele jetzt gerade bei euch erschienen sind oder vielleicht auch in den nächsten so 1-2 Monaten kommen werden? Das sind ja einige, wie gesagt, wir haben ja 6 Verlage. Bei Korax kommt zum Beispiel dieses Jahr Dragon Day raus, das ist einmal zum Herbst, Winter hin. Kabal, was jetzt gerade in der Schmiede war, soll im Sommer rauskommen. Was haben wir denn noch alles? Bei Funboard kommen weiterhin so kleinere, schnelle Spiele raus. Bei Kobold ist ja jetzt gerade Wunder der Welt erschienen. Bei Miraculous Divinus kommt Ende des Jahres raus, ein großes Legacy-Spiel. Da kommt auch jetzt der Reprint von Helden müssen draußen bleiben im Mai.
Dann Giant Rock und Grimspire haben wir noch. Genau, bei Giant Rock, da kommt ja jetzt Imperium Horizonte raus. Und bei Grimspire, wie gesagt, das Terrorscape, was ich gerade schon angesprochen habe, das kommt jetzt im Mai. Und dann auch noch ein neues Marvel Dice Throne Set. Die erscheinen dann jetzt auch. Sehr schön, das ist ja eine ganze Menge und ihr habt ja Spiele, die ihr komplett sozusagen in-house entwickelt und ihr habt auch Spiele, die ihr lokalisiert. Wo ist denn so der Unterschied zwischen diesen beiden Arten? Also wie viel mehr Arbeit ist es, das Spiel komplett zu entwickeln im Vergleich zur reinen Lokalisierung? Die Eigenentwicklung beansprucht natürlich deutlich mehr Zeit. Da haben wir zum Beispiel das Spiel Kabal, was jetzt in der Schmiede war. Da sitzt man dann mehrere Monate, Jahre dran, geht dann in Feinschliff rein. Und wenn man dieses Produkt dann fertig hat, dann kann man es ja erst internationalen Partnern vorstellen. Und dann hat man ja die Arbeit, die internationalen Partner davon zu überzeugen. Im Umkehrschluss ja dann, wenn ich der internationale Partner bin und mir ein Spiel ansehe, dann habe ich ja in Anführungsstrichen nur die Arbeit mit den Verhandlungen und dann diese Nacharbeitung und Übersetzung. Also es ist ein weniger Aufwand, allerdings zahle ich ja dann die Lizenzgebühren, dass ich das Spiel nutzen darf und veröffentlichen darf. Also der Arbeitsaufwand ist ein anderer, dafür aber auch dann die finanziellen Aspekte. Bei euch laufen ja alle Spiele über die Spieleschmiede, über das Crowdfunding, für die, die es nicht kennen. Was hat das denn für Vorteile? Ich meine, die Spieleschmiede ist ja auch bei euch angesiedelt, also das ist jetzt kein externer Anbieter, sondern bei euch mit drin. Welche Vorteile habt ihr dadurch, dass ihr immer erst eine Crowdfunding-Kampagne vorschaltet, bevor das Spiel dann auch später irgendwann im Handel erscheint? Mittlerweile haben wir auch viele Spiele, die direkt auf den Markt kommen, die direkt in Vertrieb gehen, wie zum Beispiel das Marvel Dice Throne, wenn es dann rauskommt. Hat natürlich den Aspekt, wir können gucken, wie begehrt ist dieses Spiel. Wie groß ist das deutsche Zielpublikum, wenn es internationale Spiele sind, sodass man dann abschätzen kann, wie groß muss eine Auflage sein. Gleichzeitig ist das auch ein Aspekt für den Markt, die dann sehen, sind da viele Nachfragen, sind da viele Unterstützer. Dann schießen sich der Händler auch schon mal einer drauf ein und sagen, dann ist das ein gutes Spiel, ich leiste mir davon auch ein paar mehr, als ich gedacht habe. Also es ist ein schönes Marketinginstrument für externe Leute, wie auch für uns, dass wir es dann halt vernünftig abschätzen können, damit man nicht so viele Lagerleichen hat. Genau. Ja, stimmt. Das ist gut zu wissen immer, wie groß der Bedarf ist. Jetzt ist es ja so, dass jedes Jahr mehr Spiele rauskommen. Also wir merken das natürlich in der Juryarbeit auch, dass der Jahrgang jetzt schon aus deutlich mehr Spielen besteht, wie zum Beispiel die vorherigen Jahrgänge. Ihr habt mit B-Rex ja natürlich auch viele Verlage, die viele Spiele entstehen lassen oder auch die Spiele lokalisieren. Was meinst du, ist irgendwann der Markt so übersättigt oder kann das noch mehr wachsen? Darf es noch mehr wachsen? Wollen die Spieler noch eine breitere Masse an verschiedenen Spielen haben? Ich glaube, der Markt wird nicht so schnell gesättigt sein. Vor allem, da wir auch immer mehr Nischen haben und Nischenspiele haben. Und jede Nische kann auch besetzt werden, sodass dann die Auflagenzahlen eventuell geringer werden, das Groß an Masse aber weiterhin verkauft werden kann. Klar, es wird auch immer Spitzenrennertitel geben. Zum Beispiel das Spiel des Jahres, das wird nach wie vor gut laufen. So dass ich da auch denke, dass zum Beispiel die Spieleschmiede einen wichtigen Teil leistet, dass man halt sieht, diese Auflage ist jetzt finanziert und sei es auch nur 250 oder 500 Stück. Jetzt sind wir ja hier auf der Spieldoch-Messe. Wir sind hier an eurem Stand, wo man die Spiele ausprobieren kann. Ihr habt noch einen zweiten Stand, wo man die Spiele dann auch erwerben kann. Wie wichtig sind solche kleinen Messen für euch oder auch andere Veranstaltungen? Muss jetzt nicht unbedingt eine Messe sein. Was bringt euch das als Verlag und wie wichtig ist es und auf wie vielen Messen so pro Jahr seid ihr eigentlich oder Veranstaltungen? Boah, die genaue Zahl kann ich gar nicht sagen. Wir haben nämlich ganz viele Messen, wo wir einen Supporter hinschicken. Das heißt, gar nicht selber verkaufen, sondern lediglich Spiele zeigen. Das heißt, da sind wir schon beim ersten Punkt. Man sieht, man kriegt auch direkt die Rückmeldung der Kunden oder der Spieler. Was lief gut, was lief nicht so gut? Welche Mechanik kommt gut an? Welche Spiele werden gerade nachgefragt? Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt dann von diesen Messen, dass man sofort dieses Feedback hat und auch dieses unverblümte Feedback. Dass nicht sich jemand hinsetzt und dann per Mail erstmal überlegt, was er schreibt, sondern ganz offen redet, so wie es ja auch macht. Wenn der sagt, ein Spiel gefällt dir, dann sagst du ja, warum es dir gefällt oder was dir nicht so gefällt, wovon man gerne mehr hätte. Und das sind dann Feedback, was wir dann mit in die Redaktion übernehmen können. Sehr schön. Abschließend werfen wir mal so einen kleinen Blick in die Zukunft. Was habt ihr euch denn als B-Rex noch so vorgenommen für die nächsten Jahre oder dieses Jahr? Da darfst du jetzt den Zeitraum selber aussuchen.
Ich ganz persönlich würde mich natürlich wünschen, wenn unsere Spiele in mehr Läden vertreten sind, also mehr Händler unsere Waren führen. Führt natürlich dann dazu, dass unsere Spiele bekannter sind, dass mehr Leute unsere tollen Spiele dann auch lernen, wie Wunder der Welt. Das ist jetzt ein toller Titel, den ich gerne häufiger sehen würde. Helden müssen draußen bleiben, was jetzt wieder kommt, dass das mehr Familien und viel Spielern zur Verfügung steht. Also ich ganz persönlich möchte, dass unsere Spiele mehr Leute erreichen. Ja, und ich denke mal, das ist auch im Sinne von B-Rex, von Happy Shops, dass wir da einfach breiter aufgestellt sind, auch schöne neue Perlen entdecken, die es eventuell sonst nicht auf dem deutschen Markt geschafft hätten. Ja, das klingt doch wunderbar. Dabei wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Ich wünsche dir jetzt hier noch eine schöne Messe und bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Vielen lieben Dank.